das hat damit gar nichts zu tun, sondern einfach sagen, mit der Erfahrung vielleicht von 20 Jahre Börse. Und man sieht, man sieht ganz klar, dass es auf die letzten Tage nicht zu holen ist, was man im Laufe des Jahres verpasst hat. Ja, es aber durchaus schon mal ganz gut ist, wenn man sich ein paar Tage länger Zeit lässt, um die Situation ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Und dann geht man vielleicht auch ganz entspannt an die Dinge ran. Wunderbar. Also Entspannung pur, etwas zurücklehnen, absichern sind hier die Stichworte. Hörner, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Wünsche Ihnen einen schönen zweiten Advent. Natürlich heute erstmal einen erfolgreichen Tag und dann freue ich mich auf Montag. Das wünsche ich auch. Schönes Wochenende und bis Montag. Dankeschön. Tschüss.